die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der von unserer Kirche für heute vorgegebene Predigttext steht in Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Ein bisschen weh, wenn ich sie da hinten stehen sehe. Wollt sie nicht vorkommen, da hat es noch keinen Sinn. Einfach trauen, es tut mir weh. Guck da niemand, wenn man mal an die Augen ist. In Matthäus 25 erzählt Jesus drei Gleichnisse und eins davon hören wir heute. Er sagte: Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und Jesus schließt dieses Gleichnis: Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn kommen wird. Wie Jesus Christus, bitte rede durch dein Wort auch heute zu uns, dass wir es uns zum Heil hören. Amen. Liebe Gemeinde, das halbe Leben ist Warten. Mindestens das halbe Leben. Wartet Sie mal beim Arzt, auf dem Bahnhof, bei Behörden, warten an der Kasse, warten vor der Ampel, warten auf Besserung, warten auf Beförderung. Wenn ich an meine Oma denke, dann ist mir dieser eine Satz ganz arg im Bewusstsein. Das Leben ist doch nur Warten, hat sie immer gesagt. Und zwar mit leicht vorwurfsvollem Unterton, wenn das Mittagessen längst fertig war und wir noch nicht gekommen sind. Es stimmt schon, Warten, das nervt oft genug. Aber es gibt da noch einen anderen Aspekt. Wir warten ja auch, dass unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Ziele im Leben in Erfüllung gehen. Klar, da sind wir auch oft ungeduldig. Aber ich meine, dieses Warten ist beinahe lebenswichtig. Wer nichts mehr hat, worauf es sich zu warten lohnt, der hat oft genug den Lebensmut verloren. Dieses Warten, das hat mit einem Ziel zu tun. Und es ist sicherlich was ganz anderes, als ungeduldig da zu sitzen und deutschen zu tun oder gar nichts zu tun. Dieses Warten ist ein Warten, auf das man aktiv zulegt und eben auch entsprechende Schritte in die richtige Richtung unternimmt. Es ist nicht nur ein Warten, sondern ein Erwarten.
Und genau in diese Richtung geht das Gleichnis, das Jesus erzählt. Er beschreibt ein Ziel für unser Leben, auf das es sich zu warten lohnt, das wir erwarten dürfen. Und ich will in drei Gedanken ein bisschen ausführen, warum Jesus uns einlädt, ja auffordert. Wartet richtig. Behalte dieses Ziel im Blick. Denn es ist über dieses Leben hinaus wichtig. Den ersten Gedanken habe ich überschrieben. Wartet auf das große Fest. Diese 10 jungen Damen in unserem Gleichnis, die haben ein großes Ziel. Sie wollen bei der Hochzeit dabei sein. Vielleicht waren es die, die mit der Braut gehen und ihr den Schleier immer wieder zurechtlegen. Sie freuen sich total auf diese Hochzeit. Und es fällt uns nicht schwer zu übertragen, was Jesus mit diesem Bild sagen will. Er selbst ist der Bräutigam. Und er macht seinen Jüngern kurz vor seinem Tod klar, ich werde der König in dieser neuen Welt Gottes sein. Auf diese Welt gehen wir alle zu. Jesus hat versprochen, diese Welt Gottes hier auf die Erde zu bringen. Er wird als König wiederkommen. Aber selbst dann, wenn wir vorher sterben, bleibt dieses Ziel für uns bestehen. Wir sollen Bürger dieser neuen Welt Gottes sein. Oder im Bild der Geschichte gesagt, wir sollen bei der Hochzeit dabei sein. Keine Frage, das wird ein richtig gutes Fest werden. Eine Welt, so haben wir es gerade in der Lesung gehört, ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne Leid, ja, ohne Tod wird das sein. Eine Welt voller Freude und Glück in der Gemeinschaft mit Gott. Es lohnt sich, da dabei zu sein. Und Menschen aller Zeiten, Christen aller Zeiten, hatten dieses Ziel vor Augen. Und es hat ihnen Kraft gegeben, oft in ganz schlimmen Situationen. Ich habe in diesen Tagen dran gedacht, es war im Jahr etwa 1599, in Unna in Westfalen, war das Jahr der großen Pest. Der junge Pfarrer Philipp Nicolai musste erleben, wie ein großer Teil seiner Gemeinde einfach dahin starb. Und er war hilflos. Was sollte er jetzt tun? Was sollte er predigen? Womit sollte er seine Gemeinde trösten? Menschlich gesehen gab es da nichts mehr. Keine Hoffnung mehr. Und er las dieses Gleichnis, das wir auch heute hören. Und mitten in dem Leid, mitten in der allergrößten Trauer, malte er seiner Gemeinde dieses große Fest vor Augen. Den Augenblick, wenn Jesus wiederkommt und wir in seiner Welt sein werden. Und dann hat er, ganz verrückt, kein Trauerlied gedichtet, sondern ein Freudenlied, ein Lied voller Hoffnung. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Zion, hör die Wächter singen. Das Herz tut ihr vor Freude springen. Sie wachet und steht eilend auf. Und dann die dritte Strophe, die uns der Kirchenchor gerade gesungen hat. Gloria sei dir gesungen. Verrückt, mitten im Leid, das große Gloria. Weil da etwas ist, auf das wir zugehen, auf das wir warten. Das große Fest. Gottes neue, heile Welt. Und jetzt sehe ich die Konfirmanden da sitzen und die denken, und wann wird es kommen, das große Fest?